ich bin Firat Keskin, Physiotherapeut und ich habe mich auf die Therapie von Schwindel spezialisiert. Wir haben euch auf unserem YouTube-Channel schon viele Übungen gegen Schwindel gezeigt und wenn das Gleichgewichtsorgan betroffen ist, wird natürlich auch das Gleichgewicht betroffen sein. Und in diesem Video zeigen wir euch eine sehr gute Gleichgewichtsübung. Bevor ich die Übung zeige, wollte ich einmal erklären, wie das Gleichgewichtssystem arbeitet, wie wir unser Gleichgewicht halten können. Wir halten das Gleichgewicht mit drei Systemen aufrecht. Das erste System sind die Fühler in den Gelenken, einmal also in den Füßen, im Knie und in der Hüfte. Natürlich auch die Fühler unter den Füßen. Ich muss immer wissen, auf was für einem Untergrund stehe ich. Stehe ich am Strand oder auf Rasen oder auf festem Boden. Und neben diesem System haben wir dann das Innenohr und die Augen. Und diese drei Systeme sorgen dafür, dass wir unser Gleichgewicht halten können. Wenn wir jetzt ein Problem im Innenohr haben, wenn das Gleichgewichtsorgan betroffen ist, verlassen sich viele Patienten auf die anderen beiden Systeme. Das heißt, die Fühler in den Gelenken und die Augen, besonders die Augen werden sehr dominant und versuchen, diese Schwäche zu kompensieren. Das heißt, wenn wir das Gleichgewichtsorgan trainieren wollen, wenn wir das Gleichgewichtsorgan wieder integrieren wollen, dann müssen wir möglichst Übungen machen, wo wir diese anderen beiden Systeme ausschalten. Das heißt, wir üben, wir trainieren das Gleichgewicht mit geschlossenen Augen. Ich zeige euch eine Übung mit einer Variation. Und zwar die Füße, wir stellen uns eine imaginäre Uhr vor und unser rechter Fuß ist der Uhrzeiger. Das heißt, hier ist 12 Uhr und hier ist 3 Uhr und die Patientin setzt den Fuß auf 2 Uhr. Genau, das macht sie sehr gut. Und jetzt schließt die Patientin die Augen und hält erstmal das Gleichgewicht für 30 Sekunden. Man kann hier innerlich bis 30 zählen oder einfach eine Stoppuhr nehmen, die alle 30 Sekunden piept. Und dann nach 30 Sekunden bewegen wir den Kopf von links nach rechts. Und das durchgehend, genau. Und auch hier innerlich bis 30 zählen. Also jede Kopfbewegung ist eine Wiederholung. 1, 2, 3. Dann nach 30 Wiederholungen den Kopf stillhalten. Und das Ganze für hoch und runter. Sehr gut. Und natürlich wechseln wir die Füße. Wenn wir den linken Fuß nehmen, ist das nicht 12 und 3 Uhr, sondern 12 und 9 Uhr. Das heißt, auch hier stellen wir jetzt den Fuß auf 10 Uhr. Genau. Und schließen wieder die Augen. Nach 30 Sekunden bewegen wir den Kopf von links nach rechts. Hier kann man immer jede Kopfbewegung als Wiederholung zählen. Und wenn wir den Kopf 30 Mal bewegt haben, dann wieder den Kopf stillhalten und dann von oben nach unten auch hier mitzählen. 1, 2, bis wir 30 haben. So, ich mache das, ganz kurz die Augen öffnen. Ich mache das gerne mit den Füßen, weil wir die Übung so schwieriger machen können. Wenn es der Patient übt und er findet es langweilig oder es fordert ihn nicht mehr, dann kann er einfach den Fuß von 2 Uhr auf halb 2 setzen, von halb 2 auf 1 setzen und auch andersherum von 10 auf 10.30 Uhr. Das heißt, wir können unsere Stützfläche immer kleiner machen und somit die Übung schwieriger machen. Wir können es einmal vielleicht so machen, dass du jetzt den Fuß auf 1 Uhr setzt. 1 Uhr ist schon sehr schwierig. So. Da merken wir auch, unsere gesunde Probandin schwankt ein bisschen. Aber wie gesagt, mit Training können wir wirklich von 3 auf, von 2 auf halb 2, von halb 2 auf 2. Und ja, also schwieriger als 1 sollte man es auch nicht machen. Und auch hier den Kopf einmal bewegen. So, sie hat sich jetzt ein bisschen eingependelt. Jetzt macht sie das schon ganz gut. Und dann auch hier wieder den Kopf von oben nach unten bewegen. Sehr, sehr gut. Und genau, dann öffne ganz kurz die Augen. Eine weitere und letzte Variation, die ich euch zeigen möchte, ist, ich habe ja zwei Systeme erwähnt,
die versuchen, die Schwäche im Innenohr zu kompensieren. Einmal die Augen und natürlich auch die Fühler in den Gelenken. Um auch die Fühler in den Gelenken ein bisschen rauszunehmen, benutzen wir eine Matte. Ihr könnt einfach eine Yoga-Gymnastikmatte nehmen. Die sollte etwas dicker sein. Man kann sich aber auch einfach eine Decke unter die Füße legen. Es soll ein weicher Untergrund sein. Und jetzt ist das nämlich so, dass durch unseren Boden, der wackelig ist, das Gehirn sich denkt, okay, das ist mir alles unzuverlässig, was daher kommt. Und wenn ich auch noch die Augen schließe, dann versucht mein Gehirn wirklich sein Gleichgewicht mit dem Innenohr zu halten. Und das machen wir hier. Wir können mal wieder den linken Fuß nehmen. Setz ihn ruhig wieder auf 10 Uhr, weil die Matte wird das schon schwieriger machen. Und schließt jetzt wieder die Augen. Und bis 30 zählen und dann den Kopf von links nach rechts bewegen. Und dann gleich den Kopf von oben nach unten. Wie gesagt, wir machen das hier im Video schnell, immer bis 30. Der Reiz muss schon etwas länger anhalten, damit das Gehirn sich reorganisieren kann. Ja, sehr gut. Genau. Okay, kannst die Füße wieder normal stellen. Das sind sehr, sehr gute Übungen für das Gleichgewicht. Viele Ärzte empfehlen, wenn das Gleichgewicht betroffen ist, putzen sie die Zähne auf einem Bein. Aber diese Übung ist wesentlich effektiver. Gerade wenn man Gleichgewichtsprobleme hat und die anderen beiden Systeme, die sehr dominant sind, ausschließt, arbeitet das Innenohr viel mehr. Und das werden Patienten merken, dass das sich auf Dauer das Gleichgewicht verbessert. Aber auch hier wieder, das ist eine sehr leichte Übung. Die Patientin steht und unsere Patienten sagen häufig, ich habe Gleichgewichtsprobleme im Dunkeln. Und im Dunkeln habe ich Gleichgewichtsprobleme, wenn ich mich bewege. Wenn ich mit dem Hund spazieren gehe oder wenn ich alleine spazieren gehe, bin ich unsicherer, wenn es dunkler ist. Das ist logisch, wenn ich mit den Augen kompensiere und dann in Dunkelheit diese Kompensation wegfällt. Das heißt, wir müssen auch hier mit unserer Patienten irgendwann in die Bewegung. Auch hier müssen wir diese Übung steigern. Und deswegen ist es langfristig wichtig, dass Sie diese Therapie mit einem Therapeuten machen, der sich weitergebildet hat. Und hier auch nochmal die Empfehlung, gehen Sie auf unsere Website www.ivrt.de. Dort finden Sie alle Therapeuten, die von unserem Institut zertifiziert wurden. Und bei diesen Therapeuten sind Sie gut aufgehoben.